Ja, liebe Freunde, liebe Gäste, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhatzen können in der hoffentlich allzu schweren Zeit. Jetzt sollte es ja ein bisschen ruhiger werden, besinnlicher werden. Es steht ja in ein paar Tagen, ein paar Wochen hoffentlich ein frohes, besinnliches und vor allem ein ruhiges Fest bevor. Und dazu wollen wir ein bisschen einstimmen und euch ein bisschen helfen, wieder Ruhe zu finden. In diesem Sinne nochmal recht herzlichen Dank für euch Entgegenkommen, dass ihr euch wirklich an das gehalten habt, was wir in den Sicherheitsanmerkungen berichtet haben, weil es immer gefährlicher wird. Recht herzlichen Dank für euer Dasein, für eure Unterstützung. Geht uns natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat. Wir haben da zwei so Engel mit einer Blechtrommel um den Umrenner. Wenn es euch gefallen hat, geht uns freuen, damit wir ein bisschen wieder was tun können, an neuen Utensilien zu kaufen, beziehungsweise auch natürlich unseren Nachwuchs ein bisschen zu fördern. Denn ich glaube, es ist ein schönes Brauchtum und für uns, bei uns in den Breiten nicht wirklich irgendwo noch im Brauchtum oder in der Tradition üblich. Aber deswegen sind wir ja da, damit wir ein bisschen einen Einblick schaffen. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Unterhalten wir sich noch ein bisschen. Schauen wir, dass in der Rehberger Köhlergassen dementsprechend die Bus da geht. Wir sind auf jeden Fall nur ein Randl da. Gerne für euch, für Fotos, für Gespräche, aber auch natürlich dementsprechend ein bisschen zu plaudern. In diesem Sinne, alles Gute. Und der Toni möchte auch noch was. Bedankt habe ich mich schon. Habt ihr gesehen, wie sportlich der ist? Der hupft einfach. Ja, ich als Obmann der Rehberger Freunde der Kellergasse möchte mich ganz besonders bei den Hofbäumen bedanken. Einmal für die Disziplin, wie volksnah das ist. Und ja, ist ein super Punkt für uns im Programm. Muss ich sagen, einen herzlichen Dank und einen kräftigen Applaus möchte ich jetzt einmal.